Hallo zusammen, ich habe hier einen neuen Transcooler, so einen Transportkühler, den man hinten ins Auto reinstellen kann. Aber hier ist es so, wir haben hier so eine Wand, vorne sitzt der Fahrersitz. Und jetzt haben wir ein Kühlaggregat gemacht, was unten ist. Jetzt kommt hier noch die Abdeckung drüber, die nehme ich mal weg. Das ist einfach ein Aluminiumblech, was hier abdeckt. Und hier sitzt ein Kühlaggregat mit einem BD220, umgerüstet auf Propan. Wir sehen hier, ist eigentlich ein Standardkühlaggregat. Wir haben hier den Kondensator, Filtertrockner, wir haben einen Lüfter von EBM, Papst. Wir haben einen Druckschalter, das heißt, der Lüfter kommt erst, wenn hier der Druck bzw. die Temperatur steigt. Und wir haben eine zweite Stufe, so ein Knallfrosch-Thermostaten. Dann wird die Drehzahl noch erhöht, so ab 40 Grad, wenn wir hier unten 40 Grad erreichen. Ihr seht hier, das ist ein BD220CL. Aber er läuft jetzt auf Propan, also R290, wegen anderen Situationen ist der gleiche Kompressor technisch absolut umbaubar. Wir haben dann hier die Stromversorgung, die Steuerung und hier hinten den Eingang. Und hier haben wir so eine Fernsteuerung, umdrehen. Das ist ein Eliwell-Gehäuse, ein Eliwell. Wir haben hier den Hauptschalter und wir haben, können hier die Temperatur einstellen. Weiter haben wir hier einen Ablauf von der Kondenswasserschale, hier muss noch silikoniert werden und so weiter, das ist kein Thema. Und hier haben wir den 12 Volt Eingang. So sieht das Teil von der hinteren Seite aus, also wenn man hinten ins Fahrzeug reinschaut. Wir haben einen Verschluss und hier innen drin ist ein Kühlelement, ist noch eine Sauerei drin, das ist, wenn gearbeitet wird, da entstehen Sauerei. Hier drin ist ein Kühler. Der hat oben zwei 12-Volt-Lüfter dran. Hier, die ziehen die Luft oben rein und gehen hier unter und blasen sie hier aus. Hier ist die Tropfwanne, hier ist der Schlauch, der noch nicht angehängt ist. Die Leitung, die Kälteleitung ist noch ein bisschen schief. Aber hiermit können wir so bis 40 Grad mit 12 Volt das Ding runterkühlen. Also mit dem Ding kann man runterkühlen bis 5 Grad, 0 Grad oder ein bisschen tiefer, aber es ist nicht gebaut für Tiefkühlung. Für das ist die Kühlmaschine auch bei den kleinen Volumen hier absolut zu schwach, weil wir müssen ja rechnen, dass in diesem Fahrzeug, das ist ein Peugeot, wo das reingeht, auch mal an der Sonne steht, auch mal Temperaturen um die 50 Grad herrschen im Fahrzeug drin, wenn es an der Sonne steht. Der Kunde will jetzt einen Direktanschluss auf 12 Volt. Es ist ein altes Fahrzeug, das alte Fahrzeug noch nicht Euro 6, also noch nicht mit einer intelligenten Ladekennlinie, sondern wenn das Fahrzeug läuft, haben wir eine Spannung von 14 Volt auf der Batterie auf dem ganzen Netz. Durch das können wir den Kühlschrank direkt betreiben. Wenn wir heute aber eine intelligente Ladekennlinie haben von einem Fahrzeug, dann wird beim Bremsen geht die Spannung hoch. Das heißt, der Alternator hilft beim Bremsen vom Fahrzeug und lädt dann die Spannung hoch. Die Spannung steigt. Nur wenn wir dann auf der Autobahn fahren, ganz gemütlich, noch ein bisschen aufwärts, dann fällt die Leistung von der Lichtmaschine zurück. Die Spannung kann bis zu 11 Volt sinken. Und wir schalten hier bei dem Kompressor bei 10,5 Volt aus. Haben wir Leitungen drin, von vorne nach hinten. Dann schaltet der Kühler aus, obwohl wir am Fahren sind, wegen Unterspannung. Da ist dann das Thema, dass wir zum Beispiel eine zweite Batterie brauchen, eine Stützbatterie im Kofferraum und einen Ladebooster. Das Thema ist bei Elektrofahrzeugen, so ich sag mal ein E-Bus oder sowas, da kriegt man das Teil auch hinten rein. Dann haben wir das Problem, dass wir zu wenig Strom kriegen von der
12 Volt Versorgung. Die haben eine Hochstrombatterie, die ist für einen Motor, da lassen sie keinen Automechaniker dran. Ich will da auch nichts machen, darf nicht. Und dann haben wir die 12 Volt Versorgerbatterie, die für alles andere zuständig ist. Und da empfehlen wir eine reine Zusatzbatterie rein, eine 200 Ah Block oder sonst irgendwas. Mit dem kann ich dann das Teil so 10 Stunden betreiben, 8 Stunden betreiben und dann über Nacht muss ich halt wieder nachladen wie das Elektrofahrzeug. Ja, was ist es von diesem Transcooler in Elementbauweise? Hier mache ich ein Video über andere Größen und ich wünsche euch einen schönen Tag.